Video machen, weil sich das eine Abonnentin gewünscht hat. Und ich wollte mich auch noch bedanken für die gute Besserung für Inka. Ihr geht jetzt auch wieder ein bisschen besser und wahrscheinlich können wir nächste Woche reiten. Ich wollte mich auch noch bedanken für so viele Abonnenten, hätte ich nicht gedacht. Und ja, ich habe jetzt Inka hier draußen angebunden und ich werde sie jetzt zuerst küssen. Ich beginne zuerst immer mit einem ganz normalen Mähnenspray und das sprühe ich immer ein, damit der Schweif und die Mähne gut kämmbar sind. Zuerst putze ich sie mit dem Striegel und der Kadetsche. Ja. Und die Beine mache ich mit einer Wurzelbürste. Und dann mache ich die Hufe. Und dann kommt das Gesicht dran. Jetzt machen wir die Mähne. Noch mit so einem Lammfellhandschuh über den ganzen Körper. Und dann sind wir mit dem ersten Pony auch fertig. Und jetzt holen wir Smarty und die putze ich dann auch noch.
ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ach ja, ich wollte euch noch sagen, ich benutze immer Reithandschuhe, falls sie mal was fressen wollen, damit es nicht so in den Händen wehtut. Und ja, tschüss.